erfolgreichste Athletin ist 24 Jahre alt, 1,60 Meter groß, wiegt 70 Kilogramm. Aus Hamburg für die Angry Sluts. Mach mal Krach für Manu the Shrimp! Die zweite Athletin ist 20 Jahre alt, 1,70 groß, bringt 65 Kilogramm auf die Waage. Aus Hamburg, auch für die Angry Sluts, mach mal Krach für Kim Bailey Sober! Arm Havoc 3, Match 4, ready, go! Max, bitte. Ja, danke, Henny. Ja, willkommen bei unserem Damen-Match, oder sollte ich sagen, Powerfrauen-Match. Okay. Intern, beide von den Angry Sluts. Kim Barely Sober gegen Manu the Shrimp. Beide Damen sind sich schon im Training begegnet, kennen sich gut. Kim war lange unsere einzige Contesterin des Vereins, doch nun haben wir Manu dazu bekommen. Und nun können sie sich auch gegenseitig auf der Bühne messen. Bisschen Center dahin. Ja. Knuckles muss ich sehen. Es wird also ein spannendes Match. Welche von den beiden kann Rang 1 der Frauen im Verein belegen? Und Kim startet stark mit einem Flashpin. 1-0. Wir hören schon die Fanclubs am Start. Einmal Fanclub Kim, mach mal ordentlich Lärm. Und Fanclub Manu, geht mal richtig Gas jetzt. Ja, das war eine schnelle erste Runde. Die beiden wirken schon ready für die nächste Runde. Also aber dennoch sollten sie sich ihre Zeit nehmen, sich zu regenerieren, nochmal die Nerven zu fassen, sich nochmal ein bisschen Beratung abzuholen von ihren Partnern. Okay, erstens to the table. So, die Athletinnen werden zurück zum Tisch gebeten und machen sich bereit für Runde 2. Ja, beide Athletinnen hier natürlich am Tisch hier vom Angry Sluts Arm Wrestling Club Hamburg kennen sich aus dem Training in- und auswendig. Deswegen überrascht das Ganze, dass es hier so eine klare erste Runde gab hier beim Heimspiel für beide Athletinnen. Wir haben hier den ersten Punkt für Kim Barely Sober und Manu the Shrimp möchte jetzt zurückschlagen. Manu natürlich mit den kürzeren Hebeln, da bietet sich dann vielleicht eine andere Technik, eher der Haken an. Aber beide Athletinnen kennen sich in- und auswendig hier vom Club. Beide noch recht jung mit unter 25 hier vom Club Angry Sluts und auch ein paar Nachwuchshoffnungen für den weiblichen Armwrestling-Sport in Deutschland. Es gibt nämlich nicht nur beim Armwrestling Männerklassen, sondern auch diverse Frauenklassen, die es nicht nur auf Deutschmeisterschaften, sondern speziell auf Europa- und Weltmeisterschaften gibt. Und wenn ich die Attitüde beider Athleten hier sehe, dann kann ich sagen,
Das sind definitiv zwei Namen, die wir uns in Zukunft merken sollten. Jetzt aber hier erstmal geht es in die zweite Runde hier beim Arm Havoc 3 auf der Reeperbahn im Thomas Reed. Close your hands. Go! Stop! Und der zweite Punkt geht erneut an Kim Barely Sober hier. Geht nun in Führung mit 2-0 und hat bereits den ersten Matchball. Manu The Shrimp konnte nicht schnell genug kontern und Kim hat wieder einen Blitzstart erwischt. Und die beiden gehen jetzt hier vor der dritten Runde zunächst in ihre einminütige Pause. Lassen sich nochmal mit von ihren Trainingskameraden ein paar Tipps geben und dann hoffen wir auf eine spannende Runde 3 hier beim Arm Havoc 3, beim ersten Duell des Abends der Damen. Aber trotzdem war das. Selber alles gut. Und Paul von Chris Lesch. Elbow. Und Tumidus habe ich nicht richtig gefunden. Aber keine Ahnung. Es findet nochmal ordentlich Beratung statt. Manu muss sich jetzt eine Strategie einfallen lassen oder sich von ihrem Cornerman Ekin beraten lassen. Was wird sie tun, um Kims explosive Power zu stoppen? Und die Athletinnen stehen wieder am Tisch. Strap-Match. Und sie haben sich entschieden, direkt in die Strap zu gehen. Hilfst du mir? Jetzt werden wir sehen, wer kann mit Kraft dominieren. Low oder high? High oder low? Mein zweiten ist durch. Ja? Noch nicht durch. Achso, ja, schon. Du kannst hoch oder tief die Strap. Wie du willst. Okay, du kannst entscheiden, wie fest ich zubinden soll. Ist gut so? Ja. Okay. Dann ist es ein Set Grip und jede Bewegung endet im Foul. Wir fangen mit den Schultern an. Okay. Ich will keinen Pressure von euch. Okay, wir kommen, die Strap ist angelegt. Wir kommen in den Set Grip. Die Konzentration steigt. Und jetzt close your thumb. Wir fokussieren uns auf den Tisch. Close your hands. Daumen sind geschlossen, Hände geschlossen und es geht los. Und Kim stark steigt ein und mal kann nicht gegenhalten. Ein klares 3-0 für Kim Barely Sober. Großen Applaus nochmal für beide Athletinnen, bitte!